Gut, verehrte Jury, liebe Kollegen, mein Name ist Alexander Thomas. Ich bin Leiter des Bereiches Organisation und Change Management bei der BNP Paribas. Ich bin heute hier mit Herrn Bergner der Firma MED, also ich bin der Kunde. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt die ersten 5 Beiträge gesehen habe, ich hatte eine völlig andere Idee, wie die Cloud uns helfen kann. Eine völlig andere. Die Herausforderungen unseres Referenzprojektes, in dem ich Projektleiter war und nach wie vor bin, waren folgende Punkte. Und zwar Wissen, das im Unternehmen irgendwo vorhanden ist, sei es Word, Excel, PowerPoint, ARIS, UML 2.3, BPMN 2.0, überhaupt mal Mitarbeitern und heißt von Top-Management bis zum einfachen Indianer zugänglich zu machen. Dann das Thema Social Collaboration, also im Sinne von das, was wir aus Facebook eh schon seit Jahren kennen, endlich in die Unternehmen hereinzubringen. Und das meine ich wirklich ernst, dass Kollegen direkt in den persönlichen und indirekten Austausch gehen. Social Collaboration zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Und das Letzte, Einführung von spielerischen Elementen, Neudeutsch Gamification. Also heißt, dieses ganze Thema Wissenstransfer, der eine lernt vom anderen, nicht so stocksteif, sondern schön, locker, flockig, spielerisch. Gamification, mein drittes weiteres Thema. Was war das Innovative, was ich denke, was die Firma MED mit dem Produkt Smart Facts geschafft hat? Das Innovative ist für mich, dass zum einen eine cloudbasierte Content-Bereitstellung erfolgt. Heißt, egal, Word, Excel, PowerPoint, ARIS, alles kann vernünftig und ordentlich optisch ansprechend bereitgestellt werden, gepaart mit Social Collaboration, heißt der interaktive Austausch über diese entsprechenden Inhalte unter den Kollegen und gepaart mit Gamification. Und das ist das Spannende, weswegen wir heute hier sind. Und mit diesen Worten möchte ich an Herrn Bergner übergeben. Ja, vielen Dank. Von mir ein bisschen was zur Technik. Die ganz große Herausforderung, vor der wir standen, bestand darin, Modelle der unterschiedlichsten Tool-Vendoren in der Cloud zu integrieren. Das ist was sehr, sehr Schwieriges. Es gibt heute im Grunde genommen nur 2 Unternehmen weltweit, die native Modelle vernünftig lesen und versionieren können. Wir sind nur die Ersten, die einen Cloud-Service gebaut haben und genau diesen Dienst in der Cloud anbieten. Mehr als 20 Mannjahre sind etwa in diesen Service geflossen, zu lesen, zu transformieren und zu versionieren. Weitere große Herausforderungen, die Datenvolumina. Wenn große Unternehmen Smart Facts einsetzen, fallen riesige Mengen an eng vermaschten, versionierten Graphen an. Wir haben uns entschieden für NoSQL-Datenbanken und Triple Stores, um auch große Instanzen mit mehr als 100 Millionen Modellelementen performant zu managen. In dem Zusammenhang sicherlich interessant die Suchmaschinentechnologie. Wir setzen hier auf eine Solr Search Engine. Das Besondere an unserer Implementierung, die Trefferlisten sind personalisiert. Das heißt, das, was der User finden darf, kann er auch nur finden über die Suchmaschine, ist unbedingt notwendig in Unternehmen, aber eine sehr, sehr große technische Herausforderung. Wir haben moderne Frameworks wie Play 2 und Scala eingesetzt, um unsere Webanwendungen zu bauen. Es kam zum Einsatz Federated Authentication mit SAML 2 und natürlich haben wir eine moderne REST-API gebaut, damit Third-Party-Anbieter auch in der Lage sind, eigene Anwendungen auf Basis dieser tollen neuen Cloud-Plattform zu bauen. Das Ganze basiert auf OpenStack. Ich glaube, alles State-of-the-Art, was man heute so zusammenbauen kann. Ich will zurück zu den Inhalten und Ihnen ganz kurz einen der wichtigsten Use Cases zeigen, nämlich die Suche. Sie sehen es hier, Search as you type, genau wie Sie es aus Google kennen. Sie landen unmittelbar auf einer Trefferliste, die man einschränken kann über Filter. Mit einem Mausklick bin ich auf einem Diagramm, was mal in Visio erstellt wurde. Das hat eine Verfeinerung bekommen in ARIS, EPK und hier gibt es wiederum eine Detaillierung in BPMN 2, was mit Innovator gebaut wurde und Sie sehen eine Datenquelle, die letztlich in Sparks Enterprise Architect ausmodelliert ist. Sie sehen also komplette Traceability von der Prozesslandkarte bis zum Datenfeld, erstmalig in der Cloud, erstmalig ein echtes Google für Modelle, unabhängig von Toolformaten und erstmalig die Möglichkeit, Modellelemente über die Grenzen von Modellen und Toolformaten hinweg zu verknüpfen. So,
Der Punkt, der mir besonders wichtig ist, ist das Thema Social Collaboration. Und ich habe Ihnen hier dazu als Beispiel mal einen Screenshot aus SmartFacts mitgebracht. Auf der linken Seite sehen Sie einen Prozessfluss, der im Format BPMN 2.0 generiert wurde. Und Sie sehen auf der rechten Seite den Austausch der Kollegen, die interaktiv miteinander Thema Schwarmintelligenz im Unternehmen nutzen, sich über diese Prozesse austauschen können. Einführung von Gamification, in dem Fall, was wir schon privat aus Facebook und Co. kennen, das Liken, das Sternchen vergeben, das heißt, der User, der gewinnt quasi an Status, also heißt, ich kann zum Gold-, Silber- oder Platin-Kollegen werden und so quasi interaktiv mit zur Kollaboration intern beitragen. Ja, wir beide sind der Meinung, wir haben einen wirklich innovativen Dienst hier völlig neu aufgebaut. Ich persönlich glaube fest daran, dass in 10 Jahren jedes Unternehmen eine Lösung wie SmartFacts einsetzen wird. Und wir beide sind schon ein bisschen stolz darauf, dass wir zusammen hier quasi die Thought Leader sind, die zum ersten Mal eine solche Plattform ins Leben gerufen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Sondermann. Das klingt total spannend, muss ich sagen. Also mich haben Sie sehr abgeholt. Aber ich hätte trotzdem mal eine Frage, dieser Service, wenn Sie so sagen, der ist erwerbbar. Was kostet dieser Service? Wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Und wie kann ich den auch einführen bei kleinen als auch großen Unternehmen? Ja, wir machen es als Software as a Service. Und es gibt natürlich immer eine Preisspanne, aber Sie können davon ausgehen, dass es sich in der Größenordnung eines einstelligen Eurobetrages bewegen wird, diesen Service zu nutzen, pro Mitarbeiter und Monat. Für große internationale Finanzhäuser verkaufen Sie sich da nicht ein bisschen günstiger? Große internationale Finanzhäuser haben bei uns fast alle schon angefragt. Also wir haben kaum die Version 1 fertig gehabt. Nach 2 Wochen hatten wir Anfragen über mehr als 100.000 Lizenzen. Und die großen Häuser fragen immer über 10.000 und mehr an. Da sind einstellige Beträge aber angemessen. Ja, ganz kurz zum Verständnis. Das heißt, Ihr Dienst zieht aus den Quellen des Unternehmens das komplette Prozess- und Modellierungs-Know-how inklusive des Contents raus, indexiert und strukturiert diesen und macht diesen neu verfügbar. Also, das heißt, das ist Core-Wissen des Unternehmens. Also Push und Pull ist so ein Thema. Nicht jeder möchte gerne, dass seine unfertige Version über Nacht abgezogen und veröffentlicht wird. In den meisten Fällen wird es schon so laufen, dass ein Mitarbeiter bewusst sagt, ich möchte mein Modell jetzt veröffentlichen in einer neuen Version. Es gibt diese Meta-Crawler, über die wir auch Informationen aus bestimmten Quellen abziehen, aber der Regelfall ist eigentlich, dass man bewusst sagt, ich möchte ein Modell veröffentlichen. Spannender Case, vielen Dank. Eine Anmerkung, passen Sie als Finanzunternehmen vielleicht in Deutschland auf, wenn man über Gamification spricht, könnte der eine oder andere auf die Idee kommen, dass mit dem Geld der Kunden spielen, das ist schwierig. Nichtsdestotrotz hätte ich noch mal eine Frage, weil die Frage war berechtigt. Sie ziehen die Informationen raus, bauen Sie eine eigene Cloud woanders dann auf, wo diese Daten liegen, sodass Sie dann, sage ich mal, die Collaboration in den Content fahren? Oder also hier haben wir jetzt eine Private Cloud, weil es wirklich einer unserer Launch-Customer ist. Wir haben noch einen Automobilhersteller und eine Bank. Das sind unsere 3 Launch-Customer. Alle haben Private Clouds, aber wir haben eine Multi-Tenancy-fähige Anwendung inzwischen fertig, die wir auch als Public Cloud gegen Ende des Jahres veröffentlichen wollen. Ja? Eine Frage am Rande. Ich glaube, das meiste ist beantwortet. Wie werden die Erkenntnisse aus diesen Diensten, also die Frage geht mehr an Sie, aus diesen Diensten dann in die Praxis der BNP überführt? Durch klare Regeln in der Kommunikation. Die erste Regel heißt, alles das, was man findet, ist von der Geschäftsführung abgesegnet, veröffentlicht und genehmigt. Also heißt das nicht mehr irgendwelche Draft-Fassungen von irgendwelchen Geschichten, sondern alles das, was da drin ist, ist genehmigt und ist auch Gesetz. Also heißt, diese Prozesse oder Vorlage, Briefe und so weiter gelten. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Sache ist, wir möchten auch eigentlich stärker dahin, dass wir die Mitarbeiter, die in SmartFacts schon sind und wirklich der Traffic ist jetzt schon, also die Nachfrage ist ungemein groß und das Schöne ist, dass jetzt auch schon wieder quasi Ideen und Innovationen entstehen über Produkte und Dienstleistungen oder Prozesse, die es noch gar nicht gibt. Da muss ich sagen, wird plötzlich aus diesem, sagen wir, eher langweiligen Thema Prozessmodellierung. Das ist jetzt meine Folgefrage, das heißt nächster Schritt. Vor allen Dingen, wenn Sie ja Bewertungen machen, bilden sich ja Best Practices heraus.
Dies könnten dann aber auch wieder interessante Dinge für die MED sein, solche Best Practices dann als praktisch Muster für Prozesse wieder anzubieten. Herr Dr. Martin, genau. Das Schöne ist, ich persönlich kam jetzt auf die Idee, beispielsweise Lernvideos halt zu drehen, weil ich sage, so die jungen Leute lesen weniger, sondern drehen eher Videos. Ist interessant. Ich habe mal Herrn Bergmann angerufen und habe gesagt, was wäre denn, wenn wir so eine Art internes YouTube kriegen? In 2 Wochen haben wir es drauf. Deswegen muss ich es auch sagen, ich stehe auch wirklich ernsthaft hier, weil ich sage, ist eine wirklich klasse Lösung. Ja, prima, wunderbar. Ganz einfach. Wir sind durch. Vielen Dank, meine Herren.